Bubenthal, hey, wie war die erste Schulwoche? Ja, hallo Herr Munz. Du, mir kommt es schon vor, wie wenn es 5 Wochen gewesen wären. Ja, häufig gehörter Satz im Lehrerzimmer, es ist, als ob nie Ferien waren. Ja, das ist mit Standard. Aber nach den Ferien ist vor den Ferien. Das stimmt allerdings. Jetzt pass auf, ich habe eine ganz kleine Bitte an dich. Ach, hör mir auf mit Bitte. Wir hatten gerade die Stundenpläne draußen. Mhm. Da kamen schon die ersten Beschwerden. Als allererstes vorne ran, die 6b. Die wollen einfach keine erste Stunde haben. Aber wenn wir bei denen anfangen, die erste Stunde freizuhalten, dann wollen ja alle 6er keine erste Stunde mehr. Wo kommen wir denn da hin? Ja. Kurz darauf kam noch die Kursstufe. Die Kursstufe bräuchte Zeit zur Vorbereitung und zwar mindestens 3 freie Nachmittage. Ja? Anschließend kam noch die 9b. Die 9b, die haben einen Antrag auf Betreuung kleiner Eltern gestellt. Und da könne man ja frühestens ab der 3. anfangen und müsse nach der 5. schon wieder gehen. Und wenn man das nicht einhalten würde, dann würden sie mit der kompletten SMV auf der Matte stehen und ordentlich Druck machen. Mein lieber Mann, du. Jetzt habe ich Übrigens, die haben 3 Doppelstunden, das ging nicht anders. Aber für die ist Doppelstunden ein totales Tabu. Das sei doch nicht möglich. Und die 5a, die hätten jetzt, weil die Kunstlehrerin krank ist, haben die weniger Stunden, praktisch Teilzeit. Und da hätte man doch wenigstens Anspruch auf einen freien Tag. Und rate mal, welchen es müsste der Montag sein. Alternativ der Freitag. Meine Güte, wo kommen wir denn da hin? Und zu allem Übel wollen alle Klassen in dem einen Raum den Unterricht haben, wo die Technik verlässlich funktioniert. So kommen wir nicht weiter. Und wenn wir auf diese ganzen Klassenpläne Rücksicht nehmen, dann werden doch die Lehrerpläne total zerrupft. Also, hör mir auf. Okay. Ich habe auch. Was wolltest du nochmal? Ja, egal. Ich wollte eigentlich bloß meinen Lehrerausweis verlängern lassen und die Busmonatskarte für meinen Sitznachbarn holen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Machen wir nächste Woche. Ja, also, ciao. Ciao.